wunderschöner Tag in sonnigen Köln. Also wirklich, das Wetter ist super, super geil. Wir haben uns gedacht, wir gehen mal ein bisschen rum und probieren mal ein paar Kampfdrohnen aus, was man bei dem Wetter ja so spontan mal machen könnte. Ja, und obendrauf war ich gerade noch ein bisschen arbeiten und wir haben mega Hunger. Jetzt gibt es erstmal was zu futtern, auf jeden Fall vorher. Und da beantworte ich euch auch noch eine Frage. Also, kommt doch mal mit, kommt doch mal mit. Endlich da das Essen. Was hast du denn bestellt, Benni? Ein Bifteki, musste mal wieder sein. Und dazu kann man ja sagen, hier Bifteki, das sind ja so kleine Frikadellen. Da gibt es auch im Alpha auch noch ein super, super Grieche. Da gibt es auch die köstlichen Biftekis, Kronk und Sarrazahn. Kann mal ich sehr empfehlen, habe ich beide schon gegessen. Alpha am Friedensplatz, aber Candia hier auch ein absolut solider Laden. Da gibt es was Leckeres. Und ich habe ein Gyros komplett. Wollt ihr mal probieren? Geht's auf zum Parkhaus. Auf dem Parkhausdach haben wir uns überlegt, wo wir die Drohnen beim sonnigen Wetter mal starten lassen. Und es gab ja auch jede Menge Fragen, unter anderem die Frage, wir wollen ja jetzt in den Videos auf Fragen eingehen, wie oft denn der Vlog wohl noch kommen mag oder wie oft der Vlog kommt oder wie oft ich jetzt Videos releasen werde. Und dazu sage ich nur Folgendes, der Vlog kommt, wenn wir Zeit und Spaß und Lust drauf haben, auf jeden Fall. Aber wir probieren natürlich unser Bestes, da auch irgendwie eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Ihr habt ja jetzt gesehen, es kamen ja schon ein paar Videos. Und insofern ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Und es wird natürlich in den nächsten Videos werden auch noch viele weitere Fragen beantwortet. Also stay tuned, ihr könnt immer gerne hier unten ein paar Kommentare hinterlassen, ne, Benni? Ganz genau. Ja, schreibe ich auch mal einen rein. Ja, vor allem an Benni. Mich auch gerne, natürlich. Benni ist ja ein Stripper gewesen, war er wirklich einer damals? Ja. Dach angekommen, wunderschönes Wetter und hier die Drohnen Skyfighters heißen die. Mal gucken, was die Dinger können. Wir haben noch keine Ahnung, wir haben noch nicht steigen lassen. Und das machen wir jetzt hier auf diesem unglaublich geilen Parkhausdach bei wunderbarem Wetter. Denn was könnte man Schöneres machen bei so einem Wetter, als eine Drohne starten zu lassen? Skyfighter-Drohnen, so heißen diese guten Kampfdrohnen, Mini-Dinger, 50 Euro oder was, sowas kosten die, sind natürlich Plastik pur und laufen auch noch 15 Minuten die Akkuzeit. Das heißt, wir können gar nicht so viele Challenges machen, aber wir testen die Dinger. Wir sind die, wie gesagt, noch gar nicht geflogen. Ich bin mal gespannt, ne, Benni? Du auch? Ja, ich bin auch gespannt. Hier, mit so einem tollen Pad geht das. Sieht ähnlich aus wie bei der Playstation. So, bevor wir hier kämpfen mit den Drohnen, die kann man auch kämpfen, man hat dann hier Sensoren drinnen, man sieht so Sensoren und dann sieht man, wenn der andere auf einer Höhe ist, dann kann man einen Schussknopf drücken. Wir probieren das mal aus, vielleicht machen wir das auch noch im anderen Video. Wir wollten nämlich erstmal jetzt ein paar Challenges mit denen machen. Und zwar da vorne, auf diesem Punkt, wäre die erste Challenge, da wollen wir landen. Da, wo die Kamera steht, auf diesem gelben Strich. Ja, und der Benni, der geht jetzt quasi auf den Strich. Haha! Okay, Benni, let's go! Wow, die gehen auch. Weiter, komm gar nicht hinterher. Was machst du da? Ich weiß nicht, wie man das Ding steuert. Alter! Okay, also das schon mal zählt mir die Zeit ungefähr. Wir haben natürlich jetzt keine Zeit gezählt oder so. Wir machen das Pi mal Daumen. Alter, das ist aber wirklich übel. Ich bin reingeflogen in das Fenster bei den Leuten. Scheiße. Epic Fail. Die macht noch was. Die ist außer Reichweite. Der ultimative Drohkampf-Drohnen. Die ist da in den Balkon. Die ist genau durch das offene Fenster. Ey, zum Glück haben wir noch eine Drohne. Scheiße. Ja. Spaß. Der ultimative Kampfdrohnen. Hallo? Ja. Ja! Da vorne die Leute, die geben uns jetzt gleich die Drohne wieder. Die haben die tatsächlich beim Balkon. Der Benni holt die gerade. Ist gerade unten auf der Straße.
Das war wohl nichts gerade. Die Drohne ist da auf dem Balkon des Nachbarhauses gelandet. Der Benni, ein absoluter Vollprofi im Drohnensteuern. Ne, der hat das Ding da nicht gelandet. Ja, hat auf jeden Fall nicht. Null Punkte für Benni. Null Punkte für Benni. Jetzt bin ich dran. Mal gucken, ob die auf der Straße oder warum er landet. Die Drohnen sind zum Glück leicht. Wir beachten natürlich auch alle Verkehrssicherheitsregeln und Pipapo, wo jetzt Leute kommen. Die wiegen nicht mal 20, 30 Gramm oder so. Die sind mega leicht. So, deswegen auch keine Gefahr für die Leute. Und jetzt bin ich dran. Und ich fliege jetzt nicht so hoch. Er hopst nur über den Boden. Alter, wie steuere ich das Ding denn? Ja. Die sind so scheiße. Viel Spaß. Wir haben ja kein Zeitlimit festgelegt. Ja, ich habe. Außer die Akkulaufzeit der Drohne die vielleicht. Nur so, ne? Ja. Alter, oh Gott. Ja? Und? Ich gewinne trotzdem, sag ich dir. Ja. Oh, ja. Das sah gar nicht so. Oh mein Gott! Ja! Nein, 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 nein. Das ist aber nicht drauf. Das ist nicht drauf. Ja, du könntest es noch schaffen. Gleich wirfst du die Kamera um. Ich hab's auch. Jetzt liegt die falsch rum. Da musst du so umdrehen. Wie mach ich das denn? Ja, das. Ey, komm, das geht ja wohl. Ich war ich komm, besser als du. Ja, okay. Komm, der Punkt geht an mich, oder? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Geht der Punkt oder geht er nicht? Wir lassen das okay. Mal offen. Ja, wir lassen das mal offen. Aber ich war näher dran als der Benni. Das stimmt. Da steht ihr im Sonnenlicht. Die nächste Runde. Diesmal muss der Benni mir durch die Beine fliegen. Da bin ich mal gespannt. Benni, leg los, komm. Zeig mal, was du drauf hast. Bin ich ja mal gespannt hier. Ob du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Ja, flieg mir mal durch die Beine. Ich muss danach dem Benni durch die Beine fliegen. Also wir sind uns ja immer noch nicht sicher, wann wir... Super, falsche Richtung. Oh mein Gott, der schafft das vielleicht. Komm schon, der Wind. Der Alter, Wind. Oh, der Wind. Die sind auch echt nur indoor-tauglich. Die sind wirklich nur indoor-tauglich, das muss man echt sagen. Ich komme nicht in die Richtung. Oh, der Benni schafft es nicht. Nein. Was machen die denn jetzt da vorne? Boah, Alter. Benni, alter Hauding, ey. Ja, das schaffst du schon. Komm, Benni. 3 Stunden später. Okay. Das ist der Micha, der hilft uns netterweise auch gerade hier beim Film. Und Benni, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Wahnsinn! Was sagst du dazu, Wahnsinn. Alter? Der Punkt geht an dich, ey. Der Punkt geht an dich. Ja, das war auch ein bisschen Zufall. Okay, jetzt ist der Sarazar dran, mir durch die Beine zu fliegen. Es geht los. Alter. Warte, nicht so scheiße. Oh Gott! Oh Gott! Kehle durchgetrennt. Ja, ja, das hatte ich ja auch das Problem. Du musst einmal richtig Anlauf nehmen. Ja? Richtung passt? Der hopst mir jetzt durch die Beine. Nein! Fast! Oh Gott, das gibt's doch nicht. Au! 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 Ich bin hier durch die Beine geflogen! Challenge Nummer 3, liebe Freunde. Ja, die waren ja schon mega atemberaubend, unsere Challenges, muss ich sagen. Und jetzt probieren wir die Kampfeffizienz dieser Drohne aus, denn die haben, wie gesagt, da vorne so ein Laser. Ich zeig das mal. Genau. Wie beim Lasertag ist das? Hier, wie beim Lasertag, die haben hier vorne so eine Art Mini-Laser-Infrarotstrahl oder was auch immer das ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennt. Und ja, mit diesen Controllern schieße ich jetzt den Benni ab. Hier ist Schießen. So, der Benni hat seinen anderen. Die Dinger lohnen sich trotzdem überhaupt nicht. Also, wo ich mich auf keinen Fall. Gut, dass wir sie mal getestet haben. Benni. Okay, let's go. So, ich schieße, Wo soll man denn hier was treffen, Alter? Ja, ich glaube, wir müssen auch hinten reinschieben. Oh.
Alter, was kommst du mir so nah? Taktik! Hast du schon mal gewonnen? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, ich komme hier gar nicht mehr raus, ich denke. Auto kam gerade auch noch mal dazwischen. Also, kannst du und kannst vergessen, ey. Das dauert noch 3 Jahre, bis den Benni einmal getroffen hätte. Oh, ich bin wem? Ich würde einfach den Benni als Person treffen. Ihr Challenge ist geändert, ich muss den Benni als Person treffen. Ja, Challenge ist. Oh, kacke, ich krieg jetzt wieder raus. Meine Drohne steigt nicht wieder. Okay, pass auf, jetzt geht's los. Niemals! Niemals! Die fliegt gleich wieder da runter. Okay, ich fall noch ein. Ja. Und da sind sie, die Drohnen. Man sieht, es funktioniert überhaupt nicht mit dem Kämpfen. Also wir haben uns nicht einmal wirklich getroffen. Zumindest sind wir uns nicht sicher. Hier sieht man auch, ich habe das ganze Parkhaus mal geputzt. Hier mit den ganzen Spinnenweben und so, die ich hier dran habe. Ja? Und Benni, probier doch gerade, wie es aussieht, wenn du mich triffst. Ja. So. Ja, das war ein Treffer. Das komplette Signal, das war ein Treffer. Also wie soll man das denn mitbekommen? Dann kriegt man nicht mal nur düt oder blablabla. Sondern einfach nur so ein ganz normales Signal. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen jetzt vielleicht noch mal was essen, machen uns noch einen ganz chilligen Tag. Ja, wünsche euch noch viel, viel Spaß. Diese Skyfighter-Drohnen lohnen sich überhaupt nicht. Holt ihr euch auf keinen Fall. Sei denn, man will den Nachbarn ärgern. Mein ultimativer Drohnenfan. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Und wir sehen uns wieder im nächsten, vielleicht ja schon morgen.